packende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Das haben sich die Hergiswilen-Fans nicht gewünscht. Auch mit dieser Bierwerbung ist der Kampf beendet. Lionel Stoning wird mit 0:16 technische Überlegenheit. Ringen. Die Hergiswilen-Revanche gegen Kriesere ist gründlich missglückt. 11:23 daheim verloren. Bei Willisau ist genau umgekehrt, auswärts gewonnen gegen Einsiedeln, 10:28, wir erwartet hoch. Und noch das letzte Resultat vom Abend, Schattdorferli gegen Freiamt, auch wie erwartet, 11:26. Damit präsentiert sich die Tabelle nach der 9. Runde wie folgt. Einer ist mit Abstand der Beste, Kriesere, 9 Kämpfe, 8 Siege, 1 Niederlage, 16 Punkte, gefolgt von 3 gleich starke, Freiamt Willisau Hergiswil, davon Freiamt 1 Sieg mehr, 6, die anderen 5. Willisau und Hergiswil je ein Remis, alle 3 Niederlagen. Freiamt 12 Punkte, Hergiswil und Willisau je 11. Dort die schwachen Schattdorf und Einsiedeln, Schattdorf 2 Sieg gegen Einsiedeln und Einsiedeln 0, bis auf 9 Niederlagen. Hergiswil-Krieser, eine traurige Sache. Im ganzen Duell hat Hergiswil nie geführt. Das höchste von den Gefühlen, ein 3:3 Unentschieden nach dem zweiten Kampf. Hugo Dietsche, Trainer von Krieser, hat es gewusst. Aber als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich nicht erwartet, dass man heute gewinnen kann. Wie sind ihr aufgestellt? Haben ihr alle zur Verfügung gehabt? Ja, ich sage es, zu 90% haben wir die Stammringer einsetzen können. Hergiswil hat viele junge Nachwuchsringer eingesetzt, haben ein paar Stammringer gefehlt und darum hat es so einen hohen Sieg eigentlich gegeben. In der Regel konnten die Hergiswiler-Fans auf die zweite Halbzeit hoffen, zum Beispiel gegen Willisau. Da ist in der Pause noch 13:3 für Willisau gestanden und Hergiswil hat in der zweiten Halbzeit ein 17:17 Remis rausgeholt. Gegen Kriesern ist die Spekulation definitiv nicht aufgegangen. Die zweite Halbzeit war bis auf einen Punkt so schlecht wie die erste. Hergiswil hat in der zweiten Halbzeit total 6 Punkte geholt. 4 davon gehen allein aufs Konto von Thomas Suppiger. Das ist dann auch gerade der einzige Sieg in der zweiten Halbzeit. Ein Schultersieg gegen Tobias Betschert. Hergiswiler-Trainer zu den Gründen der Niederlage. Johnny Maraschwöldi, keine Party heute in Hergiswil. Die haben deutlich verloren. 11:23. Was habt ihr erwartet? Ja, vorher schon weiss, nicht gewusst, ganz wohl aufstellen für die Mannschaft. Aber das schon weiss, ist, heute haben wir nicht 100%ige Chance für gewinnen. Alles probiert, aber leider klappt nicht. Das heisst, es ist heute nicht angekommen für Wert. Es muss weiter schaffen. Mit welcher Aufstellung hast du so ein bisschen angetönt? Mit welcher Aufstellung sind ihr hierher gekommen? Ja, das ist die letzten 2 Runden. Wollte etwas schon wieder für Junge einsetzen. Ein paar Ältere brauchen schon für den Kampf, aber wollte etwas mischen für die Mannschaft. Wir gehen nachher für Halbfinale, muss Vollgas geben, muss alles schon dabei. Der Johnny schaut also mit seiner Mannschaft vorwärts. Er hat schon den Halbfinale im Blick. Highlights zum Schluss heute dementsprechend kurz. Der Martin Suppiger bezwingt den Jürg Hutter nach Punkten 5:3. Und der Akos Koriza gewinnt gegen Philipp Hutter denkbar knapp 2:2.
dank höherer Einzelpunktwertung in dieser Aktion. Hier sehen wir es. Verpassen Sie auch nicht die Analyse zu den einzelnen Kämpfen und zu den anderen Begegnungen der Sendung «Der Johnny meint», demnächst auf dem Sender. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.